Tach, Markus hier aus der Zwergenfestung. Das war keine Magie, das war ein stinknormaler Schalter. Und fast genauso einfach, wie ich das Licht gerade eingeschaltet habe, können auch deine Zwerge einige nützliche Sachen mit Schaltern anstellen. Was genau und wie das geht, fragst du dich? Das sage ich dir gleich nach dem Intro. Fangen wir doch mal ein Stück weiter vorne an. Denn für Schalter benötigt man Mechanismen. Diese können anschließend nicht nur für Hebel, sondern auch für Fallen, Druckplatten, Getriebeteile und Grubenwagen eingesetzt werden. Mechanismen können beispielsweise in der Mechanikwerkstatt hergestellt werden, aber auch in der Schmiede. Die Mechanikwerkstatt reicht uns aber fürs Erste. Nun geben wir ein paar Mechanismen in Auftrag. Wenn wir dann ein paar Mechanismen hergestellt haben, können wir mit jeweils einem Mechanismus einen Schalter oder eine Trittplatte errichten. Das geht übers Bildmenü unter Traps für Schalter und auch für Trittplatten. Aber was machen wir dann genau mit einem dieser Auslöser? Mit einem Schalter können verschiedene Dinge verbunden und anschließend ausgelöst werden. Einige kennst du davon vermutlich schon. Ich versuche sie und ihre Verbindung mit den Schaltern mal in einer für mich logischen Reihenfolge zu erklären. Door ist eine normale Tür, wie du sie halt auch schon kennst. Über einen Schalter kann das Öffnen bzw. eher noch das Verschwinden einer Tür gesteuert werden. Wichtig zu wissen ist aber, dass sobald sie mit einem Schalter verbunden wurde, sie nicht mehr geöffnet werden kann, ohne den Schalter zu betätigen. Floodgates sind Schleusentore und dafür da, den Fluss von Flüssigkeiten zu kontrollieren. Normale Türen erfüllen allerdings häufig den gleichen Zweck. Cool ist, Floodgates funktionieren auch über Etagen hinweg. Wenn eine Schleuse in einem Loch zur darunter befindlichen Etage errichtet wird, kann es zum Ablassen der Flüssigkeit genutzt werden. Ohne einen Schalter sind die Floodgates aus meiner Sicht aber praktisch nutzlos. Denn nur so können Schleusen ohne Gefahr bzw. überhaupt geöffnet und geschlossen werden. Sie können aber genauso gut auch als Eingangstore zur Sicherung der Festung genutzt werden. Schleusen haben beim Aktivieren allerdings immer eine kurze Verzögerung. Die Bridge, also Brücken, gewähren einen sicheren Weg über Schluchten oder Gewässer. Es gibt einerseits einfahrende, aber auch hochfahrende Brücken, wie man sie von Burgen kennt. Hochgefahren werden die Brücken immer zu einer einteilhohen Wand, egal wie lang sie vorher ausgelegt waren. Und das Einfahren bzw. Hochziehen der Brücken kann über Schalter ausgelöst werden. Dabei sollte sich aber niemand deiner Zivilisation mehr auf der Brücke befinden, da das etwas gefährlich, wenn nicht tödlich sein kann. Brücken können übrigens nicht zerstört werden und können auch alternativ zu Floodgates genutzt werden. Eine Hatch, also eine Luke, ist wie eine Tür, nur zwischen verschiedenen Etagen. Luken können beispielsweise auf Treppen gesetzt werden, um Invasoren aufzuhalten. Auch Flüssigkeiten dringen nicht durch sie hindurch, wenn sie geschlossen sind. Schalter öffnen diese verzögerungsfrei und können die Luken damit wie normale Türen bedienen oder als Fallen, also buchstäblich als Falltüren, umfunktionieren. Kreaturen, die in diesem Moment darüber stehen, fallen beim Öffnen aber nur, wenn darunter sich entweder eine Rampe oder offener Raum befindet.
Mit der gleichen Technik können Luken aber auch als Deckel für eine Müllentsorgungsstelle genutzt werden. Ein Wallgrate ist ein Mauergitter. Dabei handelt es sich um eine Verschanzung, die auch nicht zerstört werden kann, und es gilt als Gebäude und nicht als Konstruktion. Diese Gitter kann es in verschiedenen Qualitätsleveln geben und sie können verziert werden, was den Wert einer Festung erhöht. Sie lassen logischerweise Flüssigkeiten hindurch, aber auch Projektile, in Abhängigkeit von Entfernung und Skill. Ein Wallgrate hat immer einen Boden. Flüssigkeiten fallen demnach also nicht ins nächste Stockwerk, auch wenn sich darunter eigentlich ein Loch befindet. Durch Schalter öffnet und schließt man sie allerdings mit einer kurzen Verzögerung. Floor Grates sind Bodengitter, die technisch praktisch den Wall Grates gleichzusetzen sind, nur eben im Boden. Sie können als Boden zum Darüberlaufen genutzt werden und lassen ebenfalls Flüssigkeiten hindurch. Projektile werden aber hier allerdings abgehalten, im Gegensatz zu den Wall Grates. Sie können ein wenig mit den Luken, also den Hatches, verglichen werden, nur dass sie durchlässig sind. Beim Schalten öffnen sie sich allerdings wie Wallgrates etwas langsamer als die Luken. Vertical Bars sind Gitterstäbe, wie man sie sich im Gefängnis vorstellen kann. Technisch sind sie fast identisch mit den Wallgrates, halten aber nur wenige Sekunden bei Angriffen stand. Dafür können sie jederzeit wieder abgebaut werden, wenn die Materialien wieder gebraucht werden. Mit dem Schalten verschwinden sie mit kurzer Verzögerung und geben den blockierten Weg wieder frei. Floor Bars sind identisch mit Vertical Bars, nur dass sie im Boden eingebaut werden. Sie verschwinden ebenfalls mit einer kurzen Verzögerung, wenn geschaltet. Ein Support ist eine Säule. Sie hält die Decke davon ab, einzustürzen, falls sie das von alleine tun würde. Eine Säule blockiert weder Bewegungen der Kreaturen noch Flüssigkeiten oder Projektile. Mit Schaltern kann sie für verschiedene Zwecke kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Aus meiner Sicht am häufigsten genutzt als ziemlich heftige Einwegfalle. Spears, Spikes gehören zu den Waffenfallen. Wie andere Waffenfallen können sie relativ zügig als Verteidigungsmaßnahmen eingesetzt werden. Aber für Waffenfallen braucht man natürlich erst einmal die eingesetzten Speere. Pro Falle bis zu 10 Stück. Im Gegensatz zu den normalen Waffenfallen, die auch selbstauslösend sind, machen diese aufrecht stehenden Speere erst einmal gar nichts. Außer jemand fällt aus Versehen in sie hinein. Mit Schaltern werden sie aber kontrolliert ein- und ausgefahren und erzeugen genau in diesem Moment des Herausspringens den Schaden. Hierbei sollte beachtet werden, dass die dafür eingesetzten Mechanismen möglichst von hoher Qualität sind, damit sich die Falle nicht verkantet und auch möglichst hohen Schaden anrichtet. Chain ist eine Kette, zu denen auch die Ropes, also Seile, gehören. Sie werden zum Anbinden beispielsweise von Tieren eingesetzt. Durch Schalter können angebundene Kreaturen auf Kommando losgelassen werden. Ein Gear Assembly ist ein Getriebe für beliebig komplexe Maschinen. Sie treiben zum Beispiel Loren oder Pumpen an. Diese Maschinen können mit Schaltern zum Beispiel ein- und ausgeschaltet werden. Da das ein eigenes, sehr komplexes Thema ist, gehe ich in diesem Video aber nicht weiter darauf ein. Und zu guter Letzt der Track Stop. Das ist eine Haltestelle für Loren auf Schienensträngen. Sie können durch Schalter aktiviert bzw. deaktiviert werden. Auch dazu mehr in einem anderen Video. Zum Verbinden eines Auslösers mit einem der erklärten Teile werden immer zwei Mechanismen benötigt. Ein Mechanismus für den Auslöser und einen für das Teil selbst. Bei Auslösern für Türen oder Floodgates ist die Qualität irrelevant. Bei Fallen hingegen sorgt die Qualität für die Zuverlässigkeit, so dass sie auch tatsächlich auslösen. Du verbindest zwei Teile miteinander, indem du mit Q auf den Schalter gehst, eine Aufgabe hinzufügst und zum Beispiel Link Up to a Door auswählst. Danach wählst du die zu verbindende Tür und die beiden zu verwendenden Mechanismen aus. Nachdem diese Aufgabe durch einen Zwerg abgeschlossen wurde, kannst du den Hebel betätigen, indem du dieses ebenfalls als Aufgabe Pull the Lever hinzufügst.
Übrigens können mit einem einzigen Auslöser beliebig viele Systeme verbunden werden, die dann alle parallel aktiviert werden. Wie eben bereits erwähnt, muss ein Auslöser natürlich nicht zwingend ein Schalter sein. Es kann auch eine Druck- oder Trittplatte sein. Trittplatten können übrigens noch etwas genauer konfiguriert werden. Bei ihrer Erstellung kann festgelegt werden, bei welchem Druckereignis sie genau ausgelöst werden sollen. Das kann zum Beispiel eine gewisse Menge an Wasser oder Magma sein, die auf ihr lastet. Ein Schienenfahrzeug oder eine Kreatur, die sich innerhalb eines gewissen Gewichtsbereichs bewegt. Stelle ich nur noch zur Demonstration eine Tür und verbinde anschließend die Trittplatte auf die gleiche Weise mit der Tür, wie ich es eben schon mit dem Schalter gemacht habe. Man beachte, dass die Katze den Schaltvorgang nicht ausgelöst hat. Nachdem Trittplatten ausgelöst wurden, werden sie kurze Zeit später automatisch zurückgesetzt. Ja, wie du schon siehst, kann man mit Schaltern schon eine Menge toller Sachen anstellen. Und das sogar ohne weitere Kenntnisse der Elektrotechnik. Hast du schon mal Schalter und/oder Druckplatten eingesetzt und somit spezielle Spielstrategien umgesetzt oder komplexere Abläufe damit realisiert? Das würde mich mal brennend interessieren. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like oder ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Auf Basis dieses Inhalts wird jetzt auch noch weiteres folgen. Das kommende Video wird auf dem eben hier Gelernten aufsetzen. Aber erstmal bis zum nächsten Video und fröhliches Schalten und Walten.